Ich meine, so ein Event ist ja mal nett und so weiter, aber fürs Let's Play relativ ungeeignet. Wenn ich es für mich machen würde, super gut und so, aber das bringt es einfach nicht. Oh, nicht wirklich, man soll nicht vorankommen im Let's Play. Das Fest endet bald, in weniger als 8 Jahren, dann ist eh keinen Sinn mehr, was groß zu machen. So, den Tätowierer muss übrigens selbst suchen anhand von Sprechblasen, weil er nirgendwo gekennzeichnet ist, nur mal so anbei. Ich bin umgeben von Tölpeln und Räubern. Das ist Spott. Die langen Tage lassen dich ruhelos werden, Aki. Nee. Du verlässt dich zu schnell auf deine Fäuste. Was willst du damit sagen? Dass ich mich in einer Zankrede nicht mehr behaupten könnte? Nein, ganz und gar nicht. Ich sage dir, Alvis ist nicht der einzige Spottstreitmeister hier. Machen wir einen Wettkampf, dann zeige ich dir, wer hier das gewinnendste Mundwerk hat. Okay. Machen wir es noch spannender und wetten auf den Ausgang. Okay. Oh, Aki, das wirst du bereuen. Oh ja, hoffentlich. Von wie vielen Marken willst du dich trennen? Marken habe ich gar keine. Oh, bleibt. Wo sind die Marken hier? Ich will dir nicht zu viel abknöpfen, Aki. Kneift das tapfere Wolfsmal etwa vor dem Streit? Bring Benehmen dir bei, es ist auch höchste Zeit. Bin der Größte, der Stärkste, der Schönste beim Fest. Komm auf. Mein Gebräu gibt dir Saures, die Fäuste, den Rest. Passt ja alles nicht reinmäßig. Keine Ahnung, das hier ob vielleicht. Ob zu Land, ob zu Wasser. Ich kämpfe bis aufs Blut. Du bist stolz auf den Met, doch es fehlt dir der Mut. Oh, ich schätze, das war gar nicht so schlecht. Sehr gut. Grins, grins. Auch wenn ich nicht wie du immer protze und prahl, glaub mir, mehr als ein Lehrling bin ich allemal. Okay. Was hier steht, wenn ich siege, fliegst... Ja, toll. Das erste, das zweite meine ich nämlich wohl. Ich glaub, du kannst nur Bier brauen und haushoch verlieren. Bleib besser bei dem, was du verstehst. Ach nein, das reimt sich doch nicht. Streng dich mal an. Ich hatte mehr erwartet. Ich auch. Was soll denn der Quatsch jetzt hier? Du weißt nicht, wer ich bin. Also nimm dich in Acht. Mein Verstand hat mir oft schon den Sieg eingebracht. Ich sehe da nicht, was ich reimt bei ihm hier. So gut lernen. Oh. Das passt sinnig vom Kontext her auf jeden Fall. Aber hier, lehrt verkehrt. Geh du lieber zu Alvis, damit er dich den Spottstreit lehrt. Aber ach, selbst der findet dich nur verkehrt. Na? Eine traurige Vorstellung. Das war nicht so doll. Och Mann, ey, Spottstreit ist... Du raubst mir die Geduld, deshalb ende ich hier. Du bist lasch und geschmacklos wie fränkisches Bier. Oh, das war noch nicht zu Ende. Gestammel. Ah, oh, verdammt. Ich weiß es nicht. Dir liegt spotten. Das merkt man. Doch bleib lieber stumm. Deine Worte und Reime bringen dich sonst noch um. Das kann ich leider nur bewundern. Hey, endlich mal was. Gleichstand? Hab dich wohl vernichtet. Wie fühlt sich das an? Ach, das bezwungen ist zu wenig Zeit von einfach. Mir, einem einfachen Mann. Ja. Hä, jetzt doch? Nicht Schädelspalter, nicht hier ist doch Gleichstand gewesen, dachte ich. Das oh. Gleichstand, gleich Niederlage. Das ist doch bescheuert. Also, in Monkey Island hast du erstens kein Zeitlimit, wo du antworten musst, und kannst zweitens den ganzen Satz auch lesen, weil hier kann ich nicht sehen, was er komplett sagt. Und entsprechend weiß ich nicht, ob es sich wirklich reimt am Ende, oder ob es... Das ist bescheuert einfach. Willst du noch eine mündliche Abreibung? Ich habe keine Marken mehr, aber ich guck mal einfach. Ja. Du wirst dich an dein... Ja, wusste ich's doch. Shit. Ich bin's hier. Shit. Und ich wollte auch meinen Charisma verbessern. Was ist das hier? Wir werden unsere Vorräte aufstocken müssen, wenn wir auf eine so lange Reise gehen wollen. Ich weiß nicht, was du mal willst. Wir brauchen Proviant und Materialien. Ich wollte eigentlich auch Tätowierer suchen, nichts anderes. Was bist du für einer? Bin ich hier im... da, wo die ganzen Leute sind, zum Anheuern, ja, bin ich. Über den Schweineklinge nein. Ist immer bereit. Nein. Ich guck doch auf die Karte, weil ich doch irgendwie Tätowierer gekennzeichnet, aber...
Ist nicht hier die Hütte, wo ich die anheuern kann? Güteprüfung, Zoff und Zanken, Kriegsvorbereitung. Nee, hier habe ich auf keinen Fall hin. Och Mann, das ist doch bescheuert. Blödes Wettgestreit, ganz ehrlich. Wie einfach mal verkackt werden kann. Man muss einfach jedes Mal vorher speichern und nicht einfach annehmen. Das ist mein Fehler gewesen gerade. Entsprechend aber trotzdem. Ich wollte die Legende gucken. So. Steht hier echt nichts von wegen. Nee, ich meine, nicht mehr Händler habe ich hier gerade im Hefnertop zu sehen. Es gibt doch auf jeden Fall Händler hier. Ach, komm schon. Ich brauche Marken, ich brauche eine Quest. Am Ende bekomme ich wahrscheinlich mal einen Charisma-Punkt dafür, aber ich brauche das. Du musst Ava sein. Ja. Ich bin Svena. Hallo. Gunnar bat mich beim Schmieden und Flicken von Waffen zu helfen. Ja, ich weiß. Freut mich, etwas mehr Hilfe zu haben. Warum hast du dich beim Faustkampfplatz aufgestellt? Sunifa meinte, du hättest nichts dagegen, wenn ich meine Waffen im Kampfring ausprobiere. Ich habe sogar ein kleines Spiel daraus gemacht. Hey. So kann ich mein Metall testen, während die Krieger für die Schlacht üben. Mit echten Waffen? Willst du, dass sie sterben, ehe sie das Schlachtfeld betreten? Ha, nein. In meinem Turnier gibt es Regeln. Wer genug abbekommen hat, muss sich ergeben und ausruhen. Tolle Regel. Hätte Sunifa mir dieses Turnier nicht gestatten sollen? Nein, keine Sorge. Wir können alle Kampfesübungen gebrauchen. Wettbewerb bringt Zusammenhalt. Zusammenhalt, ja? Da sagst du was. Tatsächlich müssen alle Teilnehmer einen Mitstreiter auswählen, der an ihrer Seite kämpft. Ich habe einen Jomsviking am Kriegerlager. Ach ja? Ein guter Mitstreiter wäre. Sehr gut. Ich habe 3 Arten von Waffen zum Ausprobieren vorbereitet. Bist du bereit für den Wettkampf? Ja. Ich bin bereit. Gut. Wähle deine Waffe. Schwert, noch ein Schwert. 2 Messer? Ja gut, okay, da hat Messer kein Schwert. Das lässt das Blut in Strömen fließen. Aber es soll doch nicht getötet werden. Keine Pause dazwischen und wenn ein Gegner aufgibt, hört ihr auf zu kämpfen. Bereit? Bereit und hungrig. Ich bin alleine, ich habe keinen Partner und keinen Gegner. Je nach Wahl der Waffen und Gegner könnten die Kämpfe etwas unausgewogen sein. Ja. Und nicht vergessen, das ist kein Zweikampf. Mögen die Götter euch schützen. Ja, dann soll sie mal kommen. Ich bin alleine, was soll denn das? Hallo. Oh. Die sehen aus wie Weicheier. Ich könnte meine Kapuze mal eigentlich abnehmen. Bereit? Fang an! Uah, Speere. Du hast natürlich frech mit meiner Reichweite gerade, aber... Verschwinde! Ich hoffe, mein Leben ignoriert nach jedem Kampf, weil ich glaube, beim Faustkampf war es rein zu gewesen, oder? Oh, was war das denn gerade für krasses Angriffsding? Aua. Hammer gut. Ich kann keine Spezialattacken schon machen, sehe ich gerade. Aha. Pieks. Ich glaube, sie haben aufgegeben. Ah. 3 gegen 2? Damit haben wir aber nicht gewonnen. Was ist da womit zu 3 gegen 2? Was soll das denn jetzt? Die sind so groß. Fuck. Okay, jetzt sind noch 2 gegen 2. Zack. So, ja, das ist Hammer gut hier mit beiden Messern. Bald besser als meine Waffe, die ich jetzt habe. Ich habe ja Äxte aktuell. Flieg, Vogel, flieg. Aua. Ist aber nicht nett gewesen. Ich habe nur eine Heilungsaufladung, sehe ich gerade. Ich habe normalerweise meinen 3. Oh, Goliath. Ach, der heißt nicht umsonst so. Was? Hammer Time? Ach, da, ich treffe aber gerade auch nicht so richtig gut damit. Hihihihi, genau. Da lacht man nur. Boah. Hat was gesoffen gerade, der Typ? Drunken Boxing oder wie? Ende. Halbe Leben nur noch. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, ob ich hier regeneriert habe oder nicht. Jetzt. Ich alleine, okay. Fein. Vollleben, gut. Pieks. Oh, ich brauche dringend 2 Schwerter künftig, nicht mehr 2 Äxte. Ist ja hammergeil. Das ist richtig gut. Zack. Dass ich einfach nur einen raufstecheln. Also das war doch... Gut, ich habe jetzt keinen Vergleich zu richtigen Gegnern, weil ich mal davon ausgehen darf, dass die... Wärst du los, hab ich verloren? Hier ist der letzte Kämpfer, der noch steht. Doch nicht. Eivor vom Rabenclan. Ich gehe mal davon aus, dass normale Kämpfer stärker als die hier sind.
je nach Level und so weiter, deswegen ist das Internet vielleicht schwierig. Diese Waffe hast du wahrhaftig gemeistert. Hier, ein paar Marken. Du hast sie dir verdient. Darf ich die Waffen behalten? Komm nicht mehr. Behalte dich im Auge. 15. Ja. Jetzt habe ich 90 Marken und ich kann vorhin keine 20 wetten, obwohl ich jetzt bloß 15 bekomme, aber es kommt irgendwie nicht hin. Egal, ab zum Spottstreit. Das müsste ich ja jetzt wieder machen können. Speichern. Ja. Läuft bestimmt. Eine mündliche Abreibung? Ach, am Arsch. Versuch's doch! Du wirst dich... Jetzt war ich sogar Mitteleinsatz, um mein Dings wieder rauszuholen. Ich will dir nicht zu viel abknöpfen, Aki. Kneif das tapfere Wolfsmal etwa vor dem Streit. Bla 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 bla. Bring Benehmen dir bei. Es ist auch höchste Zeit. Das ist ein anderer Text vom letzten Mal. Bin der Größte, der doch Stärkste, nicht. Der Schönste beim Fest. Mein Gebräu gibt dir Saures, die Fäuste, den Rest. Was hatte ich genommen? Das da. Ob zu Land, ob zu Wasser, ich kämpf bis aufs Blut. Du bist stolz auf den Met, doch es fehlt dir der Mut. Oh, ich schätze, das war gar nicht so schlecht. Ja, ja, ja. Auch wenn ich nicht wie du immer protze und prahl, glaub mir, mehr als ein Lehrling bin ich allemal. Das ist schön für dich. Das habe ich genommen, das war falsch. Ich versuche das mal. Ist mir gleich, ob du gut bist, denn du wirst verlieren. Also geh zurück zu deinen Bieren. Naja. Streng dich mal an. Ich hatte mehr erwartet. Aber ganz ehrlich, was soll man dann... Du weißt nicht, wer ich bin. Das ist totale Zufallsraten. Also nimm dich in Acht. Mein Verstand hat mir oft schon den Sieg eingebracht. Mhm, ist klar. Das hackt schon wieder ein bisschen. Das da. Ach, du hältst dich für besser. Dann sprichst du im Wahn. Du bist deinem Gesöff wohl zu sehr zugetan. Das fand ich gut. Das hat gesessen. Ja. Kannst du mal sehen. Du raubst mir die Geduld, deshalb ende ich hier. Du bist lasch und geschmacklos wie fränkisches Bier. Das war nicht gut. Das vielleicht. Ich du warst keine gar Ahnung. Nicht so schlecht. Kein Grund, sich zu schämen. Aber gegen eine Legende wie mich reicht es einfach nicht. Oh, es war beschissen. Naja, merkst du selbst, oder? Ja. Man sieht aber die ganzen Satz nicht, das nervt. Wie? Oh. Sieh das an? Jetzt habe ich ja keine 50. Bezwungen von mir, einem einfachen Mann. Das ist doch bekackt, ey. Ehrlich, ich lade neu. Ich speichere nicht umsonst. Das wird wieder ewig dauern, das Laden, aber es ist mir egal. Darum habe ich es ja gemacht. Ich raff... Hä? Ja, ist okay. Ich raff das auch nicht. Du liest den halben Satz und hoffst, das passt irgendwie. Wenn sie den ganzen Satz einblenden würden... Ach, das ist einfach blöd gemacht. Ganz indem ich in Rap-Battles... Wikinger sollten keine Rap-Battles machen. Die sollten Metal-Battle machen. Das heißt ja nicht umsonst so... ja, weil das mit Metall, mit Äxten und so nicht gemacht wird, jawohl. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, die Idee der Wortgefechte finde ich per se nicht schlecht. Wie gesagt, so Monkey Island-Stil ist eigentlich ganz cool, aber die Umsetzung, die ist echt nicht gut. Das darf, muss und sollte man mal kritisieren. So. Willst du noch eine mündliche Abreibung? Nein, du Zwerg, diesmal mach dich fertig. Ja, ja, komm. Du wirst dich... Hoher Einsatz natürlich, wissen wir. Bin der Größten. Ja, ja, Rest. Mut fehlt hier trotzdem. Auch wenn ich... Zack, zack, zack. Jetzt das Erste. Das haben wir schon vers... Ja. Hier steht und mäht. Nur verstehst, verlieren Bier. Das reimt sich ja auch letztendlich. Und nun ja, das ruhige Leben ist ganz, was dir steht. Wenn ich herrsche und siege, pflegst du deinen Mäht. Du bist bissiger, als ich erwartet hatte. Du weißt nicht, wer ich bin. Mein Verstand hat... Ja, ja, ist gut. Spottet zu gut viel lernen. Wahn zugetan.
lehrt verkehrt. Also zwei reimen sich immer, einer von stimmt nur. Einer reimt sich nicht, das ist immer falsch. Du hältst dich für besser. Dann sprichst du im Wahn. Du bist deinem Ge... Das hat gesessen. Ja. Mhm, mhm.